mittlerweile besser. Ja. Was denn hier passiert? Wo sind meine Pflanzen? Haben die Hasen meine Pflanzen weggemacht oder der Fuchs? Hier. Oh. Echt jetzt? Diese doofen Viecher, wirklich. Zitrone. Oh Mann, ey. Ich gehe ja noch pleite, wenn ihr so weitermacht, Tiere. So, dann kommst du mal rüber. Du kommst. Ja. Ja. Also ein paar Blümchen und so brauche ich, sonst hat der hier bald nichts mehr zu essen. Ausgehungert, ne? Ist aber nicht so gut. Pflanzen. Pff, Zwiebel will ich nicht. Zwiebel mag ich nicht. Kannst ja mal einen Kühlschrank machen. Kann er damit irgendwas kochen? Die Blumen können weg. Das ist ärgerlich, wirklich. Ich hoffe, da ist irgendwas drin. Eine Rose oder eine Begonie. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Gut, die Zwerge, die geben uns jetzt Blumen und sowas. Das ist richtig gut. Der Pflanze geht's gut. Der geht's gut. Schneeglöckchen. Ah, schöne neue Rose. Ja, du kannst gleich gehen. Warte mal, pflanz es mal ein. Und danach darfst du gehen. Spülen. Verwenden. Schlafen. So, dann ist der Tag schon wieder zu Ende. Meine Güte. Ich will ja eigentlich nur, dass er ein bisschen besser wird als Arzt. So. Du kannst ja mal was kochen und zwar ein Obstsalat. Sehr gut. Dann hast du erstmal was zu essen. Das können wir mal ausmachen. Das haben wir alles erfüllt. Der Tag war natürlich super. Wir haben ja uns um alles gekümmert. Wo ist denn dein Problem? Ich habe gesagt, du darfst was kochen. Kommst du nicht ran? Hä? Jetzt besser? Nochmal kochen. Ja, zu wenig Platz, okay. Der Tag ist vorbei, ne? Das heißt, die Gartenzwerge, die werden nicht mehr gebraucht. Die können jetzt schön weg. Schön weg. Sehr gut. Ja, irgendwie. Also die Füchse, die scheinen sich nicht dafür zu interessieren, wenn ich hier Futter auslege. Er kocht jetzt mal eben. Die Party ist jetzt hier mal vorbei. Wir können die ersten Gruppenvorteile rausholen. Was wäre denn gut? Was braucht er denn als Arzt? Er braucht bestimmt Charisma. So. Und dann sparen wir wieder für weitere Merkmale. Die können jetzt erstmal schön nach Hause gehen. Er will mit Dina plaudern. Na, um 2 Uhr morgens vielleicht nicht. Wie lange brauchst denn du, um so einen kleinen Babysalat zu machen? Qualität schlecht. Im Ernst. So.
So. Jetzt kannst du ja noch kurz mit ihr plaudern. Dann muss ich mal gucken, was es noch so gibt. Energie ist noch nicht so gut. Heute ist Mittwoch, er hat also frei. Das heißt, er kriegt erstmal ein gutes Bett, und zwar ein richtig gutes Bett. Was gibt's denn hier noch? Hier sind die Pflanzen. Ich weiß nicht, warum. Warum seid ihr denn hier? Ich mach's mal so. Rosen, auch gut. Stell ich die hier hin? Und noch ein Rosenstrauch. Dann kann Soja weg, dann kommt da noch eine Rose hin. Okay. Ich meine, er ist Arzt. Er soll hier nicht verhungern. Er soll hier nicht leiden. Er soll im Grunde alles haben, was er braucht. Warte mal. Alles ernten und bewässern. So, danach braucht er ja noch ein Bett. Wie schnell man das doch vergisst. Ja, ist bei mir manchmal so. Und zwar brauchst du was. Energie 5 ist ja echt ein bisschen wenig. Energie 6. Du brauchst eine Menge Schlaf. Vier, vier, fünf, fünf. Du magst das hier. Okay. Zur Feier des Tages kriegst du sogar einen Teppich von mir. Teppich. Und zwar nehme ich mal einen roten Teppich. So. Und dein Badezimmer kriegt ein paar schöne Fliesen. Industriell wollen wir nicht. Wir wollen lieber einen grünen Kerkerhaft. Ein steiniger Boden. So. Kerkerhafter Stein. Naja, wenn ich jetzt hier einen Boden ranziehe, weiß ich auch nicht, ob er das besser findet. Keine Ahnung. Jetzt sieht es wenigstens ein bisschen nach zu Hause aus. Ein Waschbecken hat er auch nicht. Braucht er das denn eigentlich, ist die Frage. Aber dann benutzt er weniger den Mülleimer und wischt immer ab. Nee, wir machen es erstmal so. Ich lasse mich mal überraschen. Mir ist wichtig, dass er alles Mögliche nicht abwischt, sondern direkt in den Mülleimer stopft. Oder dass ich das machen kann. So. Denen geht's gut. Die Insekten sind immer noch nicht bereit. Eine Rückzahlung erhalten. 10%. Naja. 10% von 500 machen jetzt den Kohl auch nicht fett, aber wenigstens ein bisschen. So, und dann kannst du hier im Regen duschen. Tu diesmal, mein lieber Don. Duschen im Regen. Sehr schön. Heute hat er frei. Was braucht er denn? Ich lasse ihn mal ein bisschen joggen. Ich glaube, das braucht er. Gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob man sportlich sein muss. Mit ihr wollt er ja noch plaudern. Das ist ja auch eine Freundin. Da kann er einen einfach mal schreiben. So. Dann begleite ich den Guten mal. Meine Güte, bist du schnell.
Und gleich nochmal. Er soll ja schön sportlich werden. Don Lothario ist ja nicht dafür bekannt, dass er eine dicke Wampe vor sich her schiebt, sondern dass er immer der Sportler per se ist. Der Beste, der Coolste, der Schnellste und überhaupt. Und gleich nochmal. Der rennt irgendwie so ein bisschen von meiner Kamera weg. Ich muss mal kurz Pause machen. Love Forest. Wasser wurde abgestellt, ja. Sollen sie mal machen. Naja. Er schreibt jetzt die SMS, um anstatt reinzugehen. Steht er lieber draußen. Tja, sie kann dich wohl nicht vergessen, wenn sie immer wieder hier zu dir kommt. Aber ganz ehrlich, dich dem mich die Partnerschaft? Nö. Nö. Der Zug ist abgefahren. Du hast jetzt inzwischen 4 Kinder mit jemand anders. Das kannst du vergessen. Ihr könnt euch sehr gerne noch unterhalten. Aber auf dem Niveau nicht mehr. Hast du Muskelkater? Gezerrt. Oh Gott. Das war ein bisschen zu sehr erzwungen. Don, ich dachte im Ernst, du bist ein bisschen sportlich. Wenigstens können wir jetzt noch Reste essen. Ist alles kaputt gegangen, ne? War kein Strom da, aber. Vegetarisch laktosefrei. Edamame. Was auch immer das ist. Klingt wie Käse. Falls ihr wisst, was es ist, schreibt es mir gerne. Würde mich ja mal interessieren. Nö, keine Lust. Er hat sich von dieser Familie so ein bisschen abgeseilt, weil er gemerkt hat, er kommt auf keinen grünen Zweig. Er hätte zwar schon irgendwie gerne jemanden, aber nicht um jeden Preis. So, schnelle Mahlzeit, dann kannst du jetzt noch. Oh, Tierkekse. Ja. Und schnelle Mahlzeit. Erbsen. Ein bisschen Zucker. Er hat Bedürfnisse wie ein Kleinkind. Oh, ich will so gern schlafen. Ja, ich weiß, dass du schlafen willst. Komm, wir machen mal hier die Aura an und hier auch. Vielleicht hat er dann gleich gute Laune. Ist da noch Erbsen? Dann kann er auf Toilette gehen und endlich den wohlverdienten Schlaf genießen. So. Morgen ist nochmal frei. Und danach geht er wieder zur Arbeit. Ist gar nicht so leicht, hier als Arzt auszusteigen. Zum Zwei war er ja ein richtiger Arzt. Ich wollte ihm das halt gönnen, dass er das hier auch wieder macht. Soja-Wachs sammeln. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich braucht man das für die Kerzen. So, Benzin nehmen. Mehl sammeln. Füttern.
pflegen. Jetzt kriegen wir wieder für 40 Benzin, das lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Das lohnt sich nur, wenn wir den Generator haben, sobald immer. Kann man den überhaupt benutzen? Wofür ist denn der Superdünger? Kann man den hier irgendwie benutzen? Nee. Nicht genug Gartenfähigkeit. So, verkaufen. Die dürfen in den Kühlschrank. 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 Die Blumen kann er ja verschenken. Das ist das Sojawachs, okay. Die dürfen nicht in den Kühlschrank. Die darf er nämlich verkaufen. So. Er könnte sich ja jetzt noch einen Generator holen. Alles verkaufen. Mach das mal. Hast du heute sowieso frei? Genau. Jetzt hat er wieder ein bisschen Geld. Das lohnt sich. Und jetzt hole ich immer einen Stromgenerator. Und da machen wir dann das Benzin rein. Genera. Ach, wie machen wir das da? Wie kommen wir denn daran? Alles bei den Autosachen. Also. Wir. Oh, das Bild haut schon wieder ab. Wir haben hier die Solarzellen. Das war der Heimaufbereiter. Das hier. Hausstromgenerator. Bewertung Stromerzeugung 5. Zuverlässigkeit 5. Ja. Der kommt dann einfach mal in die letzte Ecke. Ja. Jetzt haben wir kein Geld mehr, aber. Nee, hier setze ich nicht hin. Benzin da reinmachen. Und verbessern. Grünfilter. Okay. Wie auch immer, er kann jetzt den Benzin hier reinmachen. Der Fuchs hat schlechte Laune. Ambra. Wir können eh immer was schenken, muss er keine Angst haben. So. So, er gibt das jetzt hier rein. Und ich möchte natürlich, dass er hier Post holen. Rechnungsinfo. Ich möchte, dass wir den Strom verkaufen, genau, und Wasser auch verkaufen. Ja. Schade, dass man sich nicht irgendwie einen Fuchs beholen kann oder so. Also, was heißt denn die rote Gefahrtaste drücken? Keine Ahnung. Über Gemüse reden. Ich werde mich einfach mit allen möglichen Tieren hier mal anfreunden und dann mal gucken, was bei rumkommt. Füchse und die Hasen mögen sich natürlich gegenseitig nicht besonders. Oh, wie süß. Die können sich leiden. Kontakt knüpfen. Red mal mit dem Häschen. Streicheln lieber nicht. Wir machen noch einen Witz. Über Flauschigkeit reden. Ah, der mag keine Blumen. Den Pflanzen geht es ja ziemlich gut, ne? Nicht einfurzen, ist so verrückt. Ist der Generator eigentlich an? Keine Ahnung.
Also der benutzt jetzt jedenfalls das Benzin, macht daraus Strom und wir können den verkaufen. Das ist so die Idee dahinter. Ist zwar nicht so richtig umweltfreundlich, aber wir können ja mal was gegensteuern. Wir haben ja noch 100 übrig aus Versehen. Oh, wir sind reich. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu reich werden. Mal gucken. Guck mal hier, positiver. Wir brauchen mal einen mit 3. Gibt es einen mit 3? Königspalmen passen nicht so ganz. 2, 2. Ein Hibiskusbaum. Umgebung 2. Wir möchten diese Blütenfarbe. Dann kriegt er hier einen Hibiskusbaum. Und weil das noch nicht schick genug ist, kriegt er noch Weißdorn weiter hinten. Und Busch geht nicht mehr. Die Iris. So. Jetzt sind wir offiziell pleite, stimmt's? So. Immergrüne Pinie ist gar nicht mehr so immergrün. Jetzt haben wir unseren ökologischen Fußabdruck wieder so ein bisschen ausgeglichen. Mal gucken. Ja, der war in Richtung industriell unterwegs und jetzt haben wir ein paar Pflanzen gesetzt. Ich kann ja noch die hier verkaufen. Ah, das ist gut. Das ist ein Dekor, das wir gut gebrauchen können. Warte mal. Kann ich den Tisch decken? Must aktivieren. Jetzt müssen wir die wieder deaktivieren. Okay. Ich weiß nicht so genau, wo er das her hat. Wahrscheinlich im Briefkasten gefunden. So. Er isst jetzt was. Wenn man mehrere von denen hier hat, dann ist er schön konzentriert. Und es braucht er auch. Die konzentrierte Stimmung ist ideal für seine Arbeit. Morgen muss er wieder. Freunde dich mit jemand anders an. Ich bin nicht mehr für dich da, so ist das halt. Wir können ja noch die Musikbox hier mal abmachen. Dann hat er wieder ein bisschen Geld und verringert seine Stromkosten. So. Ich werde dann fürs Erste abspeichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In der Hoffnung, dass ich noch mal ein bisschen Zeit habe. Und dann werden wir ihn weiterhin zur Arbeit schicken. Ich möchte nämlich, dass er wenigstens ein bisschen noch die Karriereleiter hochklettert. Warum? Werdet ihr früher oder später erfahren, denke ich. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Eure Bionadu. Ciao.